und reden tatsächlich über Lust und Frust am Regieren und über innen außenpolitische Herausforderungen mit Zweien, die frei reden können, denn sie sind nicht mehr Parteichef. Der eine ist nicht mehr Parteichef der SPD, der andere ist nicht mehr Parteichef der CDU. Der ehemalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens ist hier, Armin Laschet, und der ehemalige Außenminister SPD, Sigmar Gabriel. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Und Ministerpräsidentin Niedersachsen, nicht zu vergessen. Sie sind beide fast der gleiche Jahrgang, also es trennen Sie anderthalb Jahre. Sie sind beide sozusagen nicht in einer Hauptstadt geboren, Goslar und Aachen. Sie haben beide... Kommt immer auf das Jahrhundert an. Karl der Große ist ja ein Ahne, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Nein. Haben Sie nicht, ne? Heinrich der Dritte und der Vierte in Goslar. Oh, okay. Canossa-Gang, nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht? Nee, sind Sie verwandt mit denen? Nee, das nicht, aber auch wir beide sind nicht mit den Kaisern verwandt, aber unsere Städte haben mal das Heilige Römische Reich deutscher Nation regiert. So, Sie sind beide aber, ich sage jetzt mal, in einfachen Verhältnissen groß geworden und Sie sind beide mit 18 Jahren in die jeweilige Partei eingetreten, also Sie in die SPD, Sie in die CDU. Hätte es auch umgekehrt kommen können? Nein, das glaube ich bei mir nicht, weil der Weg in die SPD ist sozusagen eher der Abschluss einer politische Entwicklung gewesen. Das waren die Einzigen, die sich mit uns rumgestritten haben. Und das fanden wir angemessener als die, die gar nicht mit uns geredet haben. Aha. Also wir haben über Jugendzentren diskutiert. Ich komme aus Verhältnissen. Wir haben keine großen Wohnungen gehabt. Im Harz ist das Wetter gelegentlich mehr schlecht als gut. Wo triffst du dich da? Zu Hause geht nicht. Mhm. Die Eltern gehen Schicht arbeiten. Und dann wollten wir ein Jugendzentrum haben. Und die Einzigen, die mit uns darüber gestritten und es am Ende gemacht haben, waren die Sozis. Deswegen war da hingegangen. Das verbindet. Haben Sie auch so eine Geschichte mit der CDU? Nein, aber... Oder hätten Sie in die SPD gehen können? Das ist nein, ja die Frage. Nein. Was ist das für ein Gesichtsausdruck dazu? Bevor ich in die Partei ging, eher in der Jugendarbeit engagiert, in der Schülerzeitung und. Wollte erst gar keine Parteipolitik machen. Aber wenn, war schon ja, die christliche Grundüberzeugung der CDU mir dann Grund, weshalb ich dann da hineingewachsen bin. Mhm. Deshalb stand SPD eigentlich nie zur Debatte. Mhm. Bis heute. Sie gucken beide auf ein sehr langes politisches Leben zurück. Sie haben sehr viel erlebt. Hätten Sie sich vorstellen können, dass Deutschland so erbittert über Heizungen streitet, Herr Gabriel und Herr Laschet? Nicht über Heizungen, das ja. Nicht. Das doch. Ganz wichtig, ja nicht. Nee, es ist, wirkt deshalb auch ein bisschen skurril, weil natürlich der Rest der Welt uns gerade fast um die Ohren fliegt. Und wir diskutieren wie üblich über... Und selber, das war bei der Bundestagswahl schon so, da haben wir, glaube ich, von den 150 Minuten oder 180 Minuten, die Kandidatin und die beiden Kandidaten interviewt wurden, ging es 15 Minuten um die Welt und da ging es nur um Afghanistan, der Rest um Deutschland. Und wir haben gesehen, der Rest der Welt ist scheinbar doch bedeutender für uns, als wir das gemeint haben. Und so geht es mir zurzeit auch. Ich staune ein bisschen über, was wir uns hier so streiten. Angesichts der Tatsache, dass fast kein Stein auf dem anderen bleibt, wenn man sich die Welt anschaut. Ja, aber wenn das zu Hause kalt wird oder die Heizung zu teuer wird, die man sich einbauen muss, verstehen Sie es denn? Also was im Moment der Regierungsvorschlag ist, verstehe ich auch nicht, weil er sich ja ständig ändert. Aber die Grundanalyse stimmt. Mhm. Ich denke auch natürlich an den Bundestagswahlkampf. Internationale Fragen haben so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe beim Wahlprogramm der CDU mit drauf gedrungen, dass das erste Kapitel über Außenpolitik ist. Außenpolitik ist normalerweise immer ganz hinten irgendwo, beginnt mit Wirtschaftspolitik oder Sozialpolitik. Und das hat nicht sehr verfruchtet. Und wir haben sogar Debatten geführt, die heute das glatte Gegenteil sind. Also 2% Ziel der NATO, dafür wurden wir noch kritisiert. Jetzt können die Grünen gar nicht genug Panzer liefern und haben einen totalen, auch rhetorischen Stimmungswechsel durchgemacht in diesen Monaten. Aber die Bedrohungslage gab es natürlich auch schon vor dem Einmarsch in die Ukraine. Ja, aber er hat eben alles verändert. Und eben unter anderem die Frage, wie wir unsere Häuser heizen. Sie waren ja auch mal Wirtschaftsminister. Hätten Sie es so viel anders gemacht als Robert Habeck, wenn Sie gesagt hätten, man muss ja das Klima in Betracht ziehen, die steigenden Energiekosten und deshalb ab 25 keine Öl- und Gasheizung mehr? Na, wir haben ja damals eine Debatte geführt. Natürlich gehört die sogenannte Wärmewende dazu. Es nützt nichts, wenn wir nur Strom regenerativ erzeugen, sondern natürlich ist ein ganz großer Anteil der CO2-Emissionen kommt bei uns aus der Wärmeerzeugung, entweder eben früher auch Kohle ganz lange her und dann eben auch aus, vor allem aus der Nutzung von Erdgas. Mhm. Und wir haben damit begonnen, regenerative Wärme zu fördern. Was wir nicht gemacht haben, ist,
Wir haben nicht gesagt, an dem und dem Stichtag ist Schluss. Ab 24, ich habe glaube ich 25 gesagt, ab 2024 jetzt, nächstes Jahr. Also sozusagen morgen eigentlich, weil wir der Überzeugung waren, erstens musste die Leute auch Zeit lassen, sich darauf einzustellen. Und das alles trifft immer auf Einkommensungleichheit. Mhm. Also alles, was man macht und verändert, auch zum Guten und zum Besseren, muss berücksichtigen. Da leben Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Und was für den einen leicht ist, sich eine neue Heizung zu beschaffen, auch in Erdwärme zu investieren, ist für den anderen unmöglich zu schaffen. Und ich finde, auf den Blick auf die Unterschiedlichkeit der Lebensbedingungen, da darf der Politik nicht verloren gehen. Naja, auch dafür nicht, haben auch die nicht, jetzt Sondertatbestände, Alter, ja. Förderungen, sehr viel Förderprogramme, dann die unterschiedlich sozial genauso, gestaffelt sind. Genauso soll man Politik eigentlich nicht machen. Warum nicht? Naja, weil das natürlich nichts anderes ist, als jetzt stelle ich fest, das geht so nicht und dann packe ich Geld drauf. Mhm. Also ich, das ist natürlich genau das. Jetzt sage ich mal, Armin bestimmt nicht, aber ich habe bestimmt auch solche Fehler gemacht. Sie duzen sich, oder? Müssen wir jetzt hier Sie sagen? Weil wir uns, nee, weil Sie Armin sagten. Ja, sowas gibt es in der Politik. Also Sie haben bestimmt Fehler gemacht, da waren Sie stehen geblieben. Nein, ich habe bestimmt ähnliche Dinge auch gemacht. Aber trotzdem, rückblickend, ist es natürlich ein Problem, wenn du Politik machst und dann versuchst, die dabei entstehenden Widersprüche immer mit Geld zuzudecken, das du nicht hast. Mhm. Wir haben ja inzwischen alle möglichen Sonderhaushalte. Wir halten die Verfassung nur deshalb ein, weil wir die ganzen Schulden nicht in den Haushalt schreiben. Und da finde ich, muss man ein bisschen überlegen, ist das eigentlich sinnvoll, klappt das, machen die mit oder mache ich die Leute verrückt? Mhm. Und ich glaube, das Letzte ist gerade der Fall. Gut. Haben Sie eine andere Frage? Ja, ich glaube, dieses Prinzip, wir beschließen was und federn mit vielen Milliarden sozial ab, das hat ganz dramatisch begonnen bei Corona. Wir haben geschlossen, Läden geschlossen, Schulen geschlossen und das Abwägende war nicht gefragt. Einfach mal zu sagen, was hat das denn für eine Auswirkung? Heute sagen alle, das mit den Schulen war schon mal falsch. Ob das mit jedem Einzelhandelsgeschäft, mit jedem kleinen Selbstständigen, mit jedem Kosmetikladen, wo die Kosmetikerin einer Person gegenüber sitzt, man hat ihr trotzdem verboten, ihren Laden aufzumachen. Das mag man mal noch mal untersuchen, aber es war immer das Prinzip, wir geben Milliarden, um das aufzufangen. Mhm. Und jetzt greift man wieder sehr detailliert in einer Heizungsform an. Wir diskutieren über Wärmepumpen, so quasi symbolisch das Thema. Mhm. Und man sagt aber, wir fangen alle sozialen Ungerechtigkeiten auf. Das zieht aber eine riesen Bürokratie nach sich. Und deshalb, ich kann das im Moment noch gar nicht abschließend bewerten, was jetzt überhaupt kommt. Der erste Habeck-Entwurf wurde zurückgezogen, da war es 24. Jetzt sind wir bei 25. Ne, 24, ich habe mich versprochen. Es beginnt 24 und es soll bis 45 gehen. Schwanger, deshalb ist das Versprechen wahrscheinlich jeweils, was war die letzte Meldung? Das Kabinett hat jetzt beschlossen und der FDP-Parteitag am letzten Wochenende hat wieder gesagt, nein, im Parlament werden wir noch mal wieder alles ändern. Also was kommt, weiß heute niemand. Genau, das besprechen wir gleich auch noch mal mit denen, die es politisch dann kommentieren. Sie beide sind ja in Verantwortung. Und das, ich möchte gerne jemanden zitieren, der sehr harsch ist in seiner Kritik. Der ist jetzt in Verantwortung, Ministerpräsident von Sachsen. Michael Kretschmer hat gesagt, so wie die das machen, die Ampel kündigt das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gerade auf. Die Pläne dieser Regierungen, führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung. In der Schärfe teilen Sie das? Nein, in der Schärfe nicht. Wobei ich vorweg sagen muss, ich schätze den Ministerpräsidenten Sachsen sehr, weil er einer von den mutigen Leuten ist, die der AfD nicht ausweichen, sondern hingehen und sich mit ihr auseinandersetzen. Und ich finde, dass der ziemlich viel Mut hat. Das will ich mal vorweg sagen, auch wenn ich der Aussage in der Schärfe nicht zustimme. Meine Sorge, was das Thema Deindustrialisierung angeht, ist eher, dass wir uns zu viel auf einmal zumuten und dass das eine Folge haben kann, die keiner will. Ich zähle mal ein paar Beispiele auf. Wir haben uns, wie ich finde, zu Recht vorgenommen, die Transformation unserer Energie hin in ein grünes Zeitalter. Wir haben noch nicht alles aus der Pandemie überlebt. Wir haben einen Krieg. Wir sollen uns entkoppeln von China, sagen uns unsere amerikanischen Freunde. Und gleichzeitig machen die Amerikaner ein Fördergesetz, das dazu führt, dass wenn man seine fünf Sinne beieinander hat, eher dort investiert als in Europa. Das ist ein bisschen viel. Und Punkt, da kann jetzt wieder die Bundesregierung nichts dafür sozusagen. Nee, das ist ganz interessant. Die Amerikaner machen jetzt das, was wir von 20, 30 Jahren von ihnen fordern, nämlich Klimaschutz. Mhm. Aber sie machen es ganz anders als wir. Sie machen das nicht mit Regulierung und Feinsteuerung. Sie sagen, wir haben ein bestimmtes Ziel und dafür geben wir Steueranreize, Zuschüsse. Wie das passiert, mit welcher Technologie,
Das soll der Markt entscheiden. Ja. Wir machen das ganz anders. Wir versuchen das alles zu regulieren und sind jetzt sauer, dass die Amerikaner das so machen, wie sie es machen, weil das dazu führt, dass ein Teil der deutschen Wirtschaft überlegt, ob sie nicht dort investiert. Und zwar nicht irgendwer, sondern die Kronjuwelen der deutschen Volkswirtschaft. Und was die Bundesregierung machen muss, und ich bin auch sicher, wird sie tun, alles zu unternehmen, um jedenfalls einen der wichtigen Standortfaktoren, nämlich den Preis von Energie, nicht explodieren zu lassen. Wir sind ein Land mit hohen Arbeitskosten, das wollen wir so. Wir haben einen großen Sozialstaat. Wir sind ein Land mit einer ziemlich mächtigen Planungsbürokratie, die alles ziemlich langsam macht. Das kann man verändern. Und jetzt werden wir ein Land mit hohen Energiekosten. Alle drei Dinge zusammen sind ein bisschen viel. Und deswegen, glaube ich, wird die Regierung an den Stellen was machen, habe ich keinen Zweifel. Na gut, die hohen Energiekosten, also wir haben ja auch einen doppelten Ausstieg. Also hier sitzt ein Umweltminister, der immer dafür war, aus der Atomkraft auszusteigen. Und hier sitzt ein Ministerpräsident, der als Nordrhein-Westfale den Kohleausstieg mit auf den Weg gebracht hat, wenn auch auf lange Sicht. Also ist das falsch gewesen, Herr Laschet, dass man das beides gleichzeitig tut? Atomausstieg hat auch die Irak-Regierung damals Dingen, beschlossen. Michael Kretschmer spricht da ein paar Dinge an, sehr zugespitzt, die zusammenkommen. Aber man muss, es gibt da nicht eine Schwarz-Weiß-Antwort. Also 2011 ist der Kernenergieausstieg beschlossen worden. Merkel-Regierung. Merkel-Regierung, CDU, FDP. Übrigens eine Beschleunigung eines alten rot-grünen Beschlusses. Der damals der Ausstieg war Trittin, ja. Schröder, klar. Dann kam Merkel Westerwelle, dann wurde es nochmal beschleunigt nach Fukushima, aus meiner Sicht ein Fehler. Ja. Und damit war klar, jetzt muss man setzen auf Gas und Kohle. Die rot-grüne Vorgängerregierung in Nordrhein-Westfalen hat 2016, ein Jahr bevor ich Ministerpräsident wurde, gesagt, weil wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind, brauchen wir den Hambacher Forst. So, 2017 die Kohle, genau. Wurde ich dann Ministerpräsident, den Ärger habe ich dann am Hals gehabt, so ist das dann. Okay. Der dann regiert, ist der Verantwortliche. Und wir haben dann 2017 in der Großen Koalition, 2018 verhandelt, gesagt, wir steigen auch noch aus der Kohle aus, denkend, es gibt ja noch Gas zu günstigen Preisen. Und jetzt haben wir durch die Zeitenwende die nächste Dramatik. Gas fällt jedenfalls aus Russland weg. Das billige jetzt fährt Gas man fällt Gas weg. Quer über den Atlantik, Fracking-Gas mit einem höheren CO2-Ausstoß, mit schweren Ölschiffen, also für die CO2-Bilanz katastrophal. Und man sagt noch, Kernenergie beenden wir. Und dafür holen wir jetzt ca. 1.000 Mitarbeiter zurück aus der Rente, die jetzt wieder Braunkohlekraftwerke betreiben. Mit Klimaschutz hat das nichts zu tun. Das ist ein Reagieren auf eine Zeitenwende. Aber was wünschenswert wäre, dass man mal 15 Jahre einen Mechanismus hat, wie man wirklich die Klimaziele senkt. Und da darf kein Krieg dazwischen kommen. Also aber ganz kurz, um das Thema ganz kurz abzuschließen, mit Ja oder Nein zu beantworten. Ausstieg aus der Atomkraft falsch zu diesem Zeitpunkt? Also sind Sie dafür, wieder einzusteigen? Naja, jetzt sind ja die Entscheidungen erstmal gefallen. Ich halte es für falsch, jetzt abzuschalten. Wie ist es mit Ihnen? Ich halte die Debatte für irre, dass wir uns gestritten haben, ob wir das 3 Monate oder 12 Monate verlängern. Das ist, ja, aber das, jetzt, dass wir aussteigen, also, dass wir aussteigen ist... Dass wir, aussteigen, 2023. Dass wir aus der Kernenergie aussteigen, ist richtig. Dieses Land ist bis heute nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, wo die radioaktiven Abfälle hin sollen. Finnland ist das einzige Land auf der Erde, das entschieden hat, wie man das macht. Wir drücken uns davor. Und wenn der bayerische Ministerpräsident gerne Kernkraftwerke haben möchte, soll er als erstes mal bei sich zu Hause suchen lassen nach einem Endlager. Was ich nicht klug fand, ist in der Lage, in der wir jetzt sind, eine Debatte über 9 Monate zu führen, ob ich das 3 Monate oder 12 Monate laufen lasse. Der Ausstieg ist ja nicht rückzuholen. Das hat viele Gründe, warum das nicht geht, auch rechtliche. Ja. Und natürlich wäre es sinnvoll gewesen zu sagen, okay, wir machen das, was viele vorgeschlagen haben. Wir lassen das Ding, die drei noch 12 Monate laufen, um die Zeit zu überbrücken und vor allen Dingen nicht in eine Lage zu kommen, wo wir Strom brauchen aus Kernkraftwerken, zur Erzeugung von Strom, dass wir sozusagen das abschalten und dafür Gas brauchen, um damit die Preise noch weiter nach oben zu bringen. Deswegen fand ich die Logik eigentlich zu sagen, okay, wir machen das 12 Monate lang, aber am Grundsatz würde ich überhaupt nicht rütteln. Und jeder, der erklärt, er will da wieder einsteigen, der soll zuerst bereit sein, bei sich zu Hause suchen zu lassen, nach einem Endlager für radioaktive Stoffe. Ich weiß, was das heißt. Sie haben eins. Ich habe in meinem Wahlkreis selbst eins genehmigt. Also ich weiß, wie schwierig das ist. Aber das Drücken vor der Frage, das darf nicht so weitergehen. Also, am Ende schicken wir es dann nach Afrika oder ich weiß nicht wohin. Was mich stört an der Debatte ist dieses Schwarz-Weiß.
und dass wir nicht mehr zu pragmatischen Lösungen kommen können. Wenn es stimmt, was auch die Klimakleber und alle sagen, dass wir knapp vor einem Kipppunkt stehen, dann muss doch das Hauptziel jetzt sein, jedes Gramm CO2 zu reduzieren, was möglich ist. Und dafür und das tut man Sie bei tausend Dingen, Kraftwerke nur bei der Energieerzeugung tut man es nicht. Mal, und das ist nicht glaubwürdig. Von einer anderen Seite drauf geschaut. Also wir reden auch deshalb natürlich unter verschärften Bedingungen, weil ein Krieg passiert ist. Sie kennen beide außenpolitische Zusammenhänge. Sie haben beide Herrn Lavrov getroffen. Das ist der Außenminister Russlands, der gerade jetzt beim UN-Sicherheitsrat den Vorsitz hat und gesagt hat, das ist alles nur Selbstverteidigung. Haben Sie die Hoffnung, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit in einer Verhandlungslösung beendet werden kann, Herr Laschet? Naja, die allgemeine Vorstellung ist ja, dass man über Verhandlungen eigentlich nicht sprechen darf, sondern dass man glaubt, man gewinnt den Krieg mit immer mehr Waffen. Ich kann das nicht abschließend beurteilen, weil das niemand kann. Wir haben uns auch schon genug getäuscht in den letzten anderthalb Jahren. Aber wenn man nicht die Vorstellung hat, dass man sowohl die Krim als auch den gesamten Osten der Ukraine militärisch gewinnen kann, wird irgendwann der Punkt zu Gesprächen kommen. Die Frage ist, wie lange das dauert. Mhm. Ich bin dafür, dass man jeden diplomatischen Kanal offen hält, aber nichts macht, was im Moment die Position der Ukraine schwächt. Also Waffen und Verhandlungen, ja. Habe ich das richtig also verstanden? Das ist übrigens eine alte NATO-Strategie, immer zu sagen, hier, wir sind in der Lage, hart zu handeln. Wir sind bei der Nachrüstung in der Lage, sie durchzusetzen. Mhm. Aber wir bieten an, dass wir reden. Das war Helmut Schmidt, den Sie damals, glaube ich, deshalb auch nicht mochten. Aber ist das heute eine Strategie? Also wir drohen mit Raketen? Gibt seit 1963 die Strategie der NATO, also Deterrence und der NATO-Doppelbeschluss war sozusagen in den 80er Jahren der große Streitpunkt. Anderes. Aber das ist das, was, glaube ich, Herr Laschet meinte. Wir sagen, hier sind die Raketen, aber wir verhandeln. Ist das überhaupt eine realistische Position? Also erstens muss man, glaube ich, tatsächlich dafür sorgen, dass die Ukraine nicht von den Russen überrannt wird und dass sie in der Frühjahrsoffensive eine Chance hat. Was anderes sollen wir tun? Und ich finde die Forderung, dass Deutschland jetzt als einziges Land erklären soll, wir liefern keine Waffen mehr, die finde ich einigermaßen unpolitisch. Das Ergebnis wird übrigens sein, dass uns Europa um die Ohren fliegt. Also deutsche Sonderwege in jeder Richtung verbieten sich. Wir müssen das im Bündnis machen. Und was anderes sollen wir tun, als die Ukraine zu unterstützen, damit sie von Russland nicht überrannt wird? Die Frage ist, gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, bei dem auch Russland bereit ist zu reden. Mhm. Übrigens werden die nicht mit uns reden, sondern die reden mit dem Wendler, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und sonst mit keinem. Mhm. Und das ist schwer einzuschätzen. Es gibt kluge Leute, die sagen, dieser Krieg hat in Russland auch das Ziel, den Weg von der Autokratie zur Diktatur zu Ende zu gehen. Das heißt, es gibt auch ein innenpolitisches Ziel dieses Krieges. Und die Frage, an welchem Punkt die russische Regierung bereit ist zu verhandeln, ist schwer rauszufinden. Der Westen, an dem scheitern Verhandlungen nicht, sondern sie scheitern daran, dass nach wie vor der russische Präsident und die Leute, die ihn umgeben, die Absicht haben, die Ukraine von der Landkarte zu radieren. Und das muss man verhindern, finde ich. Und Sie, wenn Sie den längeren Atem haben? Das Problem ist, dass natürlich Russland leider ein Land ist, bei dem der russische Präsident noch 100.000 junge Männer in den Tod schicken kann. Eben. Und jetzt hat er sie auch digital einzuberufen. Das ist sein Vorteil. Dagegen gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Das ist die Technologie des Westens. Das sind die beiden Dinge, die gegenüberstehen. Aber er hofft, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Mhm. Und wir können, glaube ich, nur eine weitere Sache machen, die wir, glaube ich, zu wenig tun. Ein bisschen mehr mit denen reden, die sich nicht auf eine der beiden Seiten ziehen wollen. Ich glaube, dass es in der Welt zunehmend für viele Länder schwierig wird, die Folgen dieses Krieges zu ertragen und die jedenfalls dazu zu bewegen, dass sie sich nicht einfach raushalten, sondern dass sie selber auch den Druck erhöhen auf Russland. Das wären dann Indien, das wäre ja, Ihrer Meinung nach Brasilien, ja, das sind China. Das sind ganz viele. Unser Problem ist, dass der Rest der Welt die Dinge nicht sieht wie wir. Bei den Sanktionen sind nicht beteiligt China, Indien, die Türkei, Israel, die arabische Welt, große Teile Afrikas, wie wir jetzt sehen, der brasilianische Präsident, der hier so sehr bejubelt wird, als neuer Stil, die haben alle eine andere Meinung als wir. Und deshalb besteht Außenpolitik eben nicht darin, immer dorthin zu reisen und zu erklären, was die alle falsch machen,
sondern sie zu gewinnen für unsere Überzeugung. Haben Sie jetzt gerade angespielt auf die Außenministerin? Ich finde generell, die deutsche Außenpolitik sollte nicht in die Welt reisen und überall erklären, was andere falsch machen, sondern Verbündete gewinnen. Mhm. Bei China ist es gelungen im Hinblick auf die Nuklearwaffen. Mhm. Als der Bundeskanzler dort war, hat er erreicht, dass das gesagt wurde. Und Präsident Macron hat das Gleiche noch einmal erreicht. So, und daran müssen wir arbeiten, Verbündete zu finden, weil zu viele Probleme derzeit gleichzeitig laufen. Ja. Geht in der ja. Gleichzeitig, aber also wenn wir Präsident Macron noch mal trotzdem einmal aufgreifen, weil Präsident Macron hat auch gleichzeitig etwas anderes gemacht. Er war in China und hat in China gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht sozusagen, er sagte, Europas großes Risiko besteht darin, in Krisen verwickelt zu werden, die nicht unsere sind, wenn es was uns daran hindert, unsere strategische Autonomie aufzubauen. Und damit meinte er Taiwan. Also glauben Sie, Macron macht da gerade einen guten Job? Ich würde erst mal sagen, um zu verstehen, wie verrückt dieser Satz ist, muss man den Untertitel, es ist jetzt nicht mehr eingeblendet. Bitte, wir können es auch noch mal einblenden. Da steht ja Präsident Macron. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da stände Joe Biden unter dem Satz oder Donald Trump. Dann wüssten Sie, an welcher Stelle wir stehen. Denn natürlich könnten auch Amerikaner sagen, warum sollen wir uns eigentlich in eine Krise hineinziehen lassen, die uns nichts angeht? Und der damalige Präsident Trump hat das ja auch gesagt. Mhm. Und deswegen ausgerechnet in der Phase, in der wir wie lange nicht von den USA abhängen, weil wir sonst militärisch in ein Riesenproblem kommen. Ausgerechnet in der Lage erklärt ein Europäer, wir müssen uns von den USA distanzieren. Das Ergebnis ist, dass sie Europa spalten, weil die Osteuropäer einfach nicht glauben, dass die Deutschen und die Franzosen ihre Freiheit verteidigen werden. Und ich glaube, das ist wirklich, sagen wir, ein ungünstigeren Zeitpunkt konnte man nicht finden. Was Taiwan angeht. Moment, können wir das mal sortieren? Sie haben gerade nicht zustimmend genickt. Weil sein Interview breiter ist als das. Ja, ja. Das ist jetzt aus Politico zitiert. Er hat das Interview Les Echos gegeben, einer französischen Zeitung, hat da gesprochen über europäische Souveränität und hat gesagt, wir dürfen nicht in eine Dynamik hineingeraten, die diesen Konflikt immer weiter eskaliert. Und das hat vor wenigen Tagen Wolfgang Ischinger im Handelsblatt ähnlich geschrieben. Ja, aber Herr Ischinger hat nicht gesagt, dass wir uns da nicht abhängig machen lassen sollen. Also da fehlt die Distanzierung Ischinger hat gesagt, von den USA. Präsident Biden hat differenziert in Bali auf dem Gipfel geredet und ist dafür in der amerikanischen Innenpolitik als schwacher Präsident kritisiert worden. Und meine Sorge ist, dass in diesem bevorstehenden amerikanischen Wahlkampf sie sich gegenseitig überbieten werden in der Taiwan-Frage. Mhm. Und deshalb ist eine abgewogene Haltung in dieser sehr komplizierten Frage und gleichzeitig der Versuch, europäisch zu definieren, was wir denn eigentlich wollen, und gleichzeitig, was ich ganz am Anfang gesagt habe, China von Russland zu lösen, nicht mit Schwarz-Weiß-Antworten möglich. Das sind viele Dinge, die man miteinander verweben muss. Präsident Macron ist mit Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Kommission, hingereist, um das Signal eigentlich zu senden, wir wollen als Europäer hier zusammenstehen. Und auch das ist schon ungewöhnlich. Ich kenne kaum einen Staatsbesuch, wo jemand die Kommissionspräsidentin mitnimmt. Also Olaf Scholz hat sie jedenfalls nicht getan. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bundeskanzler zusammen mit Präsident Macron schon im letzten Jahr gereist wäre und die dann einvernehmlich geredet hätten. So wird einer gegen den anderen ausgespielt. Und das ist ein bisschen verkürzt. Also da habe ich eine deutlich differenzierte Meinung. Erstens finde ich, dass man Ursula von der Leyen wirklich gedemütigt hat bei der Reise. Sie ist nicht auf der gleichen Ebene behandelt worden wie er. Sie ist sozusagen im Damenprogramm begleitet worden. Ich finde, sowas geht nicht mit der Kommissionspräsidentin. Das Zweite ist, also meine Erfahrung in der Politik ist, das Richtige zum falschen Zeitpunkt ist auch falsch. Also über die Souveränität Europas in einer Situation zu reden, wo wir die Amerikaner wie nichts anderes auf der Welt brauchen, damit wir nicht überrannt werden, damit der nicht morgen an der Grenze Polen steht. Das ist ja unstrittig. Da finde ich, das ist jetzt kein Ausweis, weil dahinter natürlich eine ganz lange französische Linie steht, die bis auf de Gaulle zurückgeht, das dass der Versuch unternommen wird, Europa zu distanzieren von den Vereinigten Staaten. Meine Erfahrung ist, die Polen, die Balten, viele andere in Osteuropa verstehen das als richtige Bedrohung. Und die interpretieren das nicht als ein Problem der amerikanischen Innenpolitik oder Taiwan, sondern kommt ein französischer Präsident, der noch vor 2 Jahren erklärt hat, die NATO ist hirntot.
Und jetzt erklärt er, am besten ist, wir gehen nicht mit den Amerikanern über Stock und Stein. Aber er sagt das, gleichzeitig, wir müssen die Ukraine unterstützen. Nochmal, das ist wirklich nochmal, ein verkürztes Zitat. Nochmal, und daraus das Richtige zum Falschen. Daraus jetzt, wie das mancher bei uns gemacht hat, einen deutsch-französischen Konflikt zu machen, interessiert, ist das interessiert überhaupt nicht, wie die Deutschen da interpretieren. Mich interessiert, wie das die Polen machen, die Balten und die Osteuropäer. Und da muss man, Deutschland und nee, da muss man, da, die Deutschen müssen aufpassen, dass sie nicht immer glauben, dass Europa so existiert, wie wir uns das vorstellen. Und die Franzosen müssen das auch. Und unser Job als Deutsche ist, dieses Europa zusammenzuhalten. Und da hat er gerade keinen besonders guten Beitrag geleistet. Das ist im Kern auf mittlere Sicht, unabhängig von dem Krieg in der Ukraine, darum gehen muss, dass Europa selbstständiger wird, dass es mehr Verantwortung auch für seine eigene Sicherheit übernehmen muss. Keine Frage. Aber wir konnten nicht mal unsere Soldaten ohne die Hilfe von Qatar Airways aus Kabul zurückholen. Und jetzt reden wir über militärische Selbstständigkeit und Führung der Deutschen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen albern. Da sind aber, Sie dann doch so freundschaftlich, Sie miteinander umgehen, völlig anderer Meinung. Nein, ich glaube, ein bisschen zugespitzt, das Problem des Interviews von Macron ist, dass er glaubt, wir wachsen in eine Welt hinein, bei der Europa mit zwei anderen Supermächten auf Augenhöhe umgehen muss. Das sehen Sie nicht. Also Sie glauben nicht, dass zwischen China und den USA ein eigenständiges, dass es diese Supermächte nicht mehr gibt. Mhm. Ich glaube, dass wir nicht erleben werden, die Zeit, aus der wir kommen, dass zwei große Mächte quasi die Welt sich aufteilen und über alle Felder hinweg von Bedeutung haben. Ich glaube, dass es sich viel komplizierter wird. Die Amerikaner werden in der Tat militärisch die beherrschende Nation malen. Und dass die Chinesen versuchen, da sozusagen aufzuschließen, führt eher dazu, dass es noch mehr Bündnispartner gibt, die sich um die USA führen. Dann gibt es China, Indien, andere, die wirtschaftlich nicht einfach sozusagen an den Rand gedrängt werden können. Und dann gibt es die dritte Frage, wie regeln wir eigentlich in der Welt die Digitalisierung und künstliche Intelligenz? Da werden möglicherweise die Unternehmen viel mehr Einfluss haben als die Staaten. Der Glaube, wir müssen jetzt darum kämpfen, dass wir zurückkommen in eine Rolle, bei der wir der Dritte im Spiel von zwei großen Supermächten sind. Also was sind wir denn? Wir sind der Dritte im Spiel von fünf Mächten? Oder? Aber er malt jetzt ein Bild, also bei aller Wertschätzung, das ja weder Macron noch sonst überhaupt irgendjemand gesagt hat. Er natürlich, versucht sich vorzustellen, wie die Zukunft aussieht. Und das finde ich schon nochmal eine interessante Frage an Sie. Ja. Weil so wie ich Sie verstehe, ist tatsächlich einmal China groß, einmal Amerika groß und dazwischen sozusagen wäre Europa. Das, was Herr Gabriel vorschreibt, das ist eine Welt mit viel mehr Macht. Ja, aber so wird es sein. Aber so, das war bisher Russland und die USA bei allen Abrüstungsabkommen, Start-Abkommen, gerade ausgesetzt durch Russland, ist immer nur von USA und Russland die Rede. Da taucht China überhaupt nicht auf, ist überhaupt nicht Bestandteil dieser Verhandlung. Ja. Also das Einbeziehen ist erstens richtig. Zweitens sagt Macron und sagen viele, wir dürfen nicht zu einer neuen Blockbildung China-USA jetzt kommen. Mhm. Auch das wäre falsch. Und hier eine europäische Stimme mit einzubringen, auch eine selbstbewusste, die auch selbst handlungsfähig ist, das ist das Ziel, an dem wir arbeiten. So, da glaube ich, sind ohne, Sie nicht dass wir dadurch Weltmacht da sind Sie werden. Sicherlich nicht im Dichtsens. Eines haben wir heute jedenfalls erfahren, nämlich dass Joe Biden tatsächlich noch mal antritt 2024. Die Kandidatur hat er heute verkündet. Er wäre dann 82, wenn er ins Weiße Haus kommt. Und vier Jahre später wieder raus, kann man sich ausrechnen. Trotzdem richtig, Herr Laschet, ja oder nein? Ja. Ja. Also das ist eine Entscheidung, die er fällt nach seinem Gesundheitszustand. Und er und kann Sie? Auch im hohen. Er ist ein guter Präsident. Auch im hohen Alter. Gucken Sie mal die Arbeitslosenzahlen in den USA an. Hat eine ordentliche Leistungsbilanz. Mhm. Wenn Sie in dem Job sind und sich dazu fit fühlen, wer soll Ihnen erklären, dass Sie das nicht noch mal können? Und vor allen Dingen, ich würde mal nicht unterschätzen, dass der andere auch wiederkommt. Das Wahlsystem der Republikaner bevorzugt Leute wie Trump. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich auch Biden vor Augen hat und dass uns leider bevorstehen könnte, erneut die Gefahr, einen amerikanischen Präsidenten zu haben, der mit dem, was wir uns so die Welt vorstellen, gar nichts zu tun hat. Auch und der den Satz, den Macron da gesagt hat, zu uns in Europa sagen wird. Aber auch dafür brauchen wir, selbst wenn dieser Zeitpunkt nächstes Jahr kommen sollte, eine stärkere europäische Handlungsfähigkeit. Bedauern Sie Biden es eigentlich manchmal, dass Sie quasi nicht mehr in der ersten Linie mitmischen? Kommt auf meine Tagesform an. Also, Herr Laschet. Was mir gefällt, ist, ich bin ja Mitglied des Bundestags im Auswärtigen Ausschuss, mache noch sehr viele Dinge, aber
Man steht nicht mehr jeden Tag in der Öffentlichkeit. Und man kann manchmal sogar dadurch mehr bewegen als vorher. Und Sie bewegen sich anders, habe ich gesehen. Sie machen E-Roller. Das ist ein tolles Foto, was man von Ihnen sehen kann. Statt Limousine, E-Roller durch Berlin. So ist Armin Laschet heute. Ja. Herr Laschet, ich kann Sie hier nicht rauslassen, ohne noch mal um die Frage zu reden. Wir hatten es ja gerade, Herr Söder, die Kanzlerkandidatur. Ein Dank an Sie. Es geht jetzt um die Kanzlerkandidaten der Union. Und es gibt eine bedeutende Stimme in der Union, die sagen, das muss jetzt doch Herr Merz werden. Wäre er der Beste? Er macht es sehr gut im Moment, führt Partei und Fraktion. Nur die Frage entscheiden wir 2024 und das ist jetzt. Mir zu diplomatisch. Haben Sie all schöne... die Debatten darüber. Ich weiß noch, dass helfen nicht weiter. Dass spätestens ab jetzt jede politische Sendung diese Frage erörtern wird. Und die wird die CDU und die CSU nerven bis zu dem Tag, wo sie entscheiden. Ich kenne das aus unserem Laden. Ja, aber das ich meine, ist so. Ob es die Leute wirklich interessiert, ist eine andere Frage. Okay, ich glaube, es ist wichtig zu fragen, wer dieses Land führt. Wenn, genauso wie zu fragen, wer Amerika führt. Und deswegen stellen wir die Frage. Nicht an Sie, ich habe es gelernt. Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Ja. Dankeschön, Armin Laschet, für das Kommen heute.